Heute wollen wir mal wieder eine Frage von YouTube beantworten. Die Frage ist zwar schon etwas älter, allerdings bietet sich die Beantwortung der Frage genau heute an, denn es handelt sich hierbei um VW und gestern hat VW Zahlen vorgelegt. Doch schauen wir uns die Frage mal etwas näher an. Beantworten bist du am Ende dann eh wieder du. Ich habe das Video nicht komplett geguckt. Okay. Ich würde gerne wissen, wie der Aktienkurs an sich entsteht. Sprich, wenn ich nach dem Kurs der VW-Aktie suche, sagt Google mir 141,85. Wer legt diese 141,85 Euro fest? Die Frage hat jetzt eher zwei Komponenten. Mhm. Fangen wir mit der ersten an. Was wird eigentlich auf Google angezeigt, wenn ich nach einem Aktienkurs bzw. nach einem Aktienpreis suche? Also ganz wichtig, ich muss auch zugeben, ich bin auch jemand, der täglich zigmal beruflich googelt, aber das ist jetzt einer der wenigen Punkte, wo ich Google nicht als den besten Informationskanal sehen würde. Ich gebe mir einfach genau das an, dann sage ich einfach mal VW und Aktien, man sieht, ich habe es zuvor schon mal gemacht und schaue mir, was mir der Google anzeigt. Ich sehe ganz klar einen Chart, ja? Man sieht also hier die festgestellten Börsenpreise oder auch die Kurse. Was ich aber jetzt erstmal nicht weiß, an welchem Börsenplatz, das sehe ich erstmal nicht, weil Börsenplätze gibt es in Deutschland mehrere, das macht es schon mal schwierig. Und ich weiß auch nicht genau, was mir angezeigt wird. Ich sehe hier 139,65 und wenn ich mal die Zeiteinheit mir anschaue, ist da irgendwas von 14.10 Uhr. Aktuell haben wir 14.21 Uhr, also ist nicht mehr ganz aktuell. Und wenn man gerade am heutigen Tag sich anschaut, wie viel Bewegung in der VW drin war, ist ein Informationsnachteil von 15 Minuten schon mal gewaltig. Was gibt es für Alternativen? Denn hier habe ich nur eine Zahl. Ich weiß nicht, was bringt mir das Ganze. Ich will es mal unsere Homepage als Beispiel nehmen und sagen, wir rufen doch mal direkt hier die VW-Aktie auf. Und zum Vergleich, wir haben hier aktuell stehen 139,55. Auf Google würde uns 139,65. Das sind schon mal 10 Cent Unterschied. Bei einer DAX-Aktie ist das einiges. Und wenn man sich die Bewegung heute Morgen mal anschaut, da waren 15 Minuten Verzögerung durchaus mal mehr als nur 10 Cent Differenz. Also was ich damit sagen will, VW oder Informationen über Google, wenn man sich über die Aktie informieren möchte, über Nachrichten, über irgendwelche sonstigen Themen, gut, schnell, informativ, neben unserer Homepage kann man sagen, sicherlich eine Alternative. Aber wenn ich den aktuellen Börsenpreis wissen möchte, würde ich auf die originäre Quelle zugreifen. Das heißt, auf den Börsenplatz gehen, wo die Preise auch festgestellt werden, um zu sehen, wo sind wir denn aktuell und nicht in der Vergangenheit irgendwas anschauen. Das wäre Punkt 1 auf jeden Fall. Dann schauen wir uns doch diese von dir angesprochene Preisfeststellung etwas konkreter an. Denn die Frage zielt darauf natürlich auch ein Stück weit ab. 141,85 in diesem Beispiel. Wir sprechen jetzt von 139,55. Wie kommen denn diese 139,55 zustande? Das ist eigentlich so die Kernaufgabe der Börse, wie das zustande kommt. Denn wir als Börse haben die Aufgabe, Käufer und Verkäufer zusammenzuführen. Und dementsprechend muss bei so einer Preisfeststellung oder einem Kurs, wie man es immer wieder hört, einfach ein Käufer bereit sein, zu diesem Preis etwas zu kaufen und ein Verkäufer bereit sein, zu diesem Preis etwas zu verkaufen. Und die Aufgabe ist von uns, jetzt bewegt sich wieder was hier bei uns im Chart oder in den Preisen, die Aufgabe von uns ist, den Preis da festzustellen, wo die meisten Käufer und Verkäufer, die meisten Stückzahlen, bereit sind zu handeln. Das ist die eigentliche Aufgabe der Börse. VW ist jetzt eine Besonderheit. In der DAX- und MDAX-Werten handeln wir von 9 bis 17.30 spreadlos. Das heißt, wir sehen hier zweimal die gleiche Zahl. Die Frage ist durchaus berechtigt, warum? Da kann man es ja gleich weglassen. Wo ist der Unterschied zu VW? Denn hier heißt es ganz klar, wir kaufen und verkaufen oder man kann kaufen und verkaufen zum gleichen Preis. Ich habe mir vorher mal ganz kurz einen S-DAX-Wert angeschaut. Wichtig, Volkswagen, als auch den S-DAX-Wert, den ich jetzt gleich aufrufe. Das soll keine Empfehlung oder keine Beratung sein. Ich habe ein Beispiel, in der Frage genannt. Und hier soll einfach nur mal ein Beispiel sein, wenn wir von der VW weggehen, sondern auf eine andere Aktie. Ich nehme jetzt mal die Hornbach einfach, dass man sagen kann, da haben wir mal eine Differenz zwischen dem einen und anderen Wert. Wir sehen hier Geld 66,28, Brief 66,37. Eine gern gestellte Frage von mir ist, zu welchem Preis werde ich wohl kaufen können und zu welchem Preis werde ich wohl verkaufen können oder müssen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir zum höheren Preis verkaufen könnten und zum niedrigen kaufen könnten, würde man nichts anderes machen den ganzen Tag über. Dann wären wir alle reich. Und spätestens da sollten wir feststellen, irgendwas stimmt da nicht, es kann so nicht funktionieren. Denn leider ist die Welt genau andersrum aufgestellt. Wir müssen immer kaufen zum höheren Preis und wir verkaufen immer zum tieferen Preis. Aber warum ist das so? Ganz einfach. Es steht ja auch oben drüber Geld und Brief. Geld heißt, hier ist bereits jemand mit Geld an der Börse. Hier ist bereits jemand an der Börse, der bereit ist zu kaufen. Der ist bereit zu kaufen zu 66,28. Und wir versuchen mit dieser Anzeige, mit dieser Taxierung, jedem am Markt bekannt zu geben, pass mal auf, lieber Anleger, wenn du etwas verkaufen willst, wir haben bereits Käufer bei uns, wir haben jemand mit Geld in der Hand, wenn ich so beispielhaft vorstellen möchte, der bereit ist, für 66,28 die Aktie zu kaufen.
Du möchtest verkaufen, komm zu uns, wir haben den passenden Partner für dich. Heißt das auch gleichzeitig, dass hier immer das höchste Gebot angezeigt wird eines Verkäufers, eines Käufers am Markt? Nein, es wird immer die beste Taxe angeboten. Denn wenn jetzt ein weiterer Käufer vorhanden ist, der sagt, ich kaufe sogar zu 66,32, er kauft aber bloß 2 Stück, dann würden wir sagen, oder die Börse ist dann der Meinung, die Qualität der Taxe besteht aus 2 Parametern. Einmal den Preis, den jemand bereit ist zu zahlen oder den er verlangt, und auch die Stückzahl, die dahinter steht. Und wenn es eine ganz, ganz kleine Stückzahl ist, dann kann es durchaus dazu vorkommen, dass wir die Taxe nicht auf diese kleine Stückzahl anpassen, weil für 2 Stück sich kaum jemand als Verkäufer interessieren wird. Und wenn er dann 10 Stück verkauft, ist der Preis schon mal ein schlechterer Wert. Also geben wir schon eine gewisse Stückzahl an, die auch Sinn macht vom Handel. Auf der anderen Seite haben wir hier das Wort Brief stehen. Das heißt einfach, da hat jemand Briefe, also der alte Begriff für Wertpapiere, der möchte was verkaufen. Und jeder, der was kaufen will, der ist hier informiert darüber, dass wir hier auf diesem Niveau bei 66,37 Anleger haben, die verkaufen möchten. Und Käufer können dementsprechend zuschlagen. Und auch da, du hast es schon angesprochen, die Stückzahl, die dabei steht, ist immer wichtig. Denn eine Börse ist kein Supermarkt. Wir können ja keinen Rabatt aushandeln. Das Problem ist ganz klar. Wir zeigen mir die bestmöglichen Preise an. Und wenn jemand mehr verkaufen möchte, als zum Beispiel der bestmögliche Käufer bereit ist zu zahlen, wenn jetzt jemand zum Beispiel anstatt 206 500 Stück verkaufen möchte, dann müssen wir als Börse sagen, na gut, für 206 Stück habe ich einen Käufer, der bereit ist, 66,28 zu zahlen. Und wenn jemand mehr verkaufen möchte, muss ich gucken, was der zweit, der dritt oder der viertbeste Käufer bereit ist zu zahlen. Da kann der Preis auch mal etwas schlechter sein. Also vielleicht mal zusammenfassend. Preis ist eins, bei Google sieht man meistens den Preis, der ist allerdings meistens auch 15 Minuten verzögert und man läuft dem Markt hinterher. Darum bitte nicht den Preis oder auch häufig spricht man vom Kurs anschauen, ich gebe mich ja langsam geschlagen, die Menge ist immer noch beim Kurs geblieben. Ja, Kolja, auch du darfst zukünftig weiteren Kurs sagen. Deswegen schauen wir uns aber nicht den Preis-Kurs an, sondern wir schauen uns die Taxe an, wir schauen uns die aktuelle Information an, in der wir sehen, welche Käufer und Verkäufer am Markt sind. Und wir schauen auch an, welche Stückzahl dahinter steht. Und dementsprechend weiß man ganz klar, auf welche Seite man reagiert. Und man weiß dann auch, wie bei uns an der Börse der Preis zustande kommt, indem wir einfach diese Käufer und Verkäufer zusammenführen, eine Ausführung ermöglichen und auch nur so als Börse Geld verdienen können. Denn wenn kein Preis zustande kommt, verdienen wir auch nichts daran. Wie können wir die Frage nun abschließend in wenigen Worten beantworten? Der Markt bestimmt schlussendlich, wie die 141,85 aus dem Beispiel zustande kommen, genau. Aus Angebot und Nachfrage. Ja. Ist es das? Wir spiegeln den Markt wieder, indem der Markt die Meinungen an uns heranträgt in Form von Kauf- und Verkaufsaufträgen. Und wir führen diese Meinungen zusammen, und zwar dort, wo die meisten Stücke gehandelt werden können. Schönes Beispiel, ja. Ja, dann kann man auch sagen, am Ende kann man nicht wirklich sagen, ob eine Aktie teuer oder billig ist, das entscheidet der Markt. Ganz genau, jeder eigene Meinung dazu. Wenn jemand der Meinung ist, die Aktie ist zu billig, dann kann er sie kaufen. Wenn jemand meint, die Aktie wäre bereits zu teuer, dann kann er es lassen oder seine Stücke verkaufen. Aber wir als Börse geben keine Einschätzung, die Aktie ist teuer, die Aktie ist billig. Wir spiegeln nur die Meinung des Marktes wider. So, richtig. Dann hoffen wir, dass wir die Frage von Steckdose Wann, war, glaube ich, der Name, richtig und erschöpfend beantwortet haben. Ich danke dir einmal mehr, Richie, für das Gespräch. Gerne. Und ganz sicher auf bald. Bis zur nächsten Frage. Tschüss.